Ist es möglich, einen guten Spieler von einem Hacker zu unterscheiden? Hier sind drei Spieler, die von sich behaupten, legitim zu sein. Ich spiele Minecraft seit 2011 und mein Fachgebiet ist Bad Wars. Obi-Trappen, OP-Webs, alles kein Problem für mich. Eine Runde Skywars, bin ich im Schlaf. Und ich bin nicht der Hacker. Einer davon lügt. Die Aufgabe von Phoenix, Norman, Zomizogt und euch, den Zuschauern, ist es nun herauszufinden, wer der Lügner ist. Willkommen zu Erkennst du den Hacker? Falls euch das ganze Video gefallen sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, abonniert diesen Kanal und schreibt einen Kommentar, wer eurer Meinung nach der Hacker ist. Es gibt insgesamt drei Kompetenzen, in die Spieler von der Jury getestet werden. Skywars, Bridging und Aimtest. Dann würde ich sagen, kommen wir zur ersten Kategorie. Im ersten Match wurde eine ganz normale Runde Skywars gespielt. Das heißt, unsere Jury muss das gesamte Spielverhalten des Gegners besonders gut analysieren, um herausfinden zu können, wer der Hacker ist. Aber da geht's einfach direkt los, wir können jetzt feiern. Es geht, du könntest ihn jetzt rein theoretisch sofort töten. Aber die Frage ist, ist er der Hacker oder nur ein normaler Spiel-Air? Ey, wo ist der? Ich sehe den nicht. Da oben! Jo! Wieso so schnell da hochgekommen? Ist er hochgeflogen? Er ist hochgeflogen, ja. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen gucken. Oh, der ist ja schon direkt hier! Spiel-Air, okay, er hittet die Rot-Hits. Er setzt so Dinger da oben. Er ist schon mal nicht der Cheater auf jeden Fall. Okay. Oh, der hat sehr schnell das Web platziert. Okay, das ist jetzt echt nicht gut gelaufen. Oh. Okay, aber bislang scheint mir das sehr legitim zu sein. Der Auto klickert nicht und hat auch kein Aimbot, der hat gar nichts. Ja, ist auch schön hier, dass er da immer wieder mit seinem Sprint-Dingsbums ankommt. Aber wo denn? Ja, nee, der ist auf jeden Fall nicht der Cheater. Er cheatet doch! Ich bin tot. Ah, dead. Aber... Nee, der war noch legit auf jeden Fall. Es ist mir jetzt nichts Ungewöhnliches soweit aufgefallen im ganz normalen Fight. Daher würde ich definitiv sagen, cheatet Spiel 1 nicht. Man sieht auf jeden Fall, ihr beide verschiedene Spieltaktiken. Du bist in der Base geblieben, er hat Enderman genommen und ist in die Mitte gegangen. Und er ist wohl dir, du nicht. Und der Holzschwert, okay, das ist wild. Selbst mit Enderman rein, ist er nicht geflogen? Er ist tatsächlich geflogen. Er kennt die Hirn. Spieler 2. Okay, ich muss ihn jetzt so ein bisschen locken. Oh, der gibt sehr, sehr kranke Hits. Hat der Range? Oh! Das ist nicht so gut gelaufen. Das ist dumm, ja. Aber okay, das ist auch eine Spielweise, die man akzeptieren muss. Was macht der jetzt? Er ist tot, okay. Okay. Ja. Ja, das Ding ist halt, der trifft mich halt immer. Das ist halt das Komische irgendwie. Der trifft mich immer, wenn ich ihn eigentlich treffen müsste. Ja, schwierig. Hä? Ich weiß halt nicht. Also das Ding ist, er gibt mir gut. Er spielt halt so null mit Rot oder so. Aber er versucht auch nicht richtig gut zu spielen. Also man sieht, er ist jetzt keiner, der irgendwie Ahnung hat von Skywars, aber er gibt mir schon gut. Also er nutzt keine Rot, er nutzt kein Lava, kein Wasser, er nutzt keine Webs. Nichts. Ja, aber er gibt komisch jetzt, aber ich habe ihn, GG. Also er hat halt auch sehr komisch gespielt einfach. Aber ich würde sagen, er ist es auch nicht. Also, hä? Ja, also ich glaube, der cheatet. Okay, komm mal ran. Ah ja, okay. Ah ja, warte mal kurz. kurz. Oh, du bist tot, schade. Okay. Hä? Der cheatet so rein. Oh, das war... Da hättest du den Hit auch bekommen können. Also, ich glaube, ein Hacker hätte den Hit bekommen. Stopp! Hör auf! Oh! Ja, bin tot. Okay, nochmal. Nee, der Titel. Ich bin tot? Ich muss sagen, es hat sich komisch angefühlt. Das sah auf jeden Fall ein bisschen anders aus als bei dem ersten Spieler. Da habe ich schon so einen leichten Verdacht. Schnell bauen ist eine sehr wichtige Kompetenz in Minecraft. Daher wird unseren drei Spielern die Aufgabe gestellt, sich so schnell wie möglich von Punkt A nach Punkt B zu bauen. Du machst jetzt erstmal hier ganz normale Fast-Bridging-Dingsbums. Ja, das ist nicht der Cheater, soll ich sagen. Place mal so schnell wie es geht Blöcke, einfach so random.
Jetzt hauen wir an den Fast Bridge raus. Okay, und jetzt ohne Sneaken, wenn du es kannst. Ah, okay, okay. Das macht er sehr, sehr gut, das gefällt mir. Darf ich auch ihn schlagen oder so? Ja, ja, kannst du schlagen. Oh nein! Aha. Aha. Ja, schick. Hm, okay, interessant. Ui, da sind immer so Blöcke. Ah, ja, also der cheatet nicht. Okay, das war ja der Loste von eben. Mach du auch mal einfach sehr schnell Blöcke placen, einfach so, random. Machen wir ein Fast Bridge. Okay, das kann er auf jeden Fall. Er ist halt nicht... Oh, das sah gerade so ein bisschen laggy aus. Ohne zu shiften? Okay, sieht halt ganz normal aus, finde ich. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Also ich glaube, der erste hat ein bisschen schlechter, so vom Gefühl her. Jetzt weiß ich es nicht. Ich dachte so in der ersten Runde, dass er der Hacker ist. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Oh, okay. Ah, wenn du cheaten würdest, würdest du da wahrscheinlich nicht runterfallen. Und jetzt bridge nochmal so schnell, wie es geht, auf welche Art auch immer du willst. Okay, interessant. Also beide sahen jetzt nicht unbedingt wie ein Cheater aus. Ja, bau mal einfach so rüber. Ja, also bis hierhin sieht es erstmal ganz normal aus wie bei Spieler 2 auch. Oh, das ist sehr, sehr gut. Und jetzt nimmst du die Blöcke, aber bridge nicht, aber platzierst sie einfach mal hier so auf der Insel, so schnell es geht. Kannst du Telebridgen, wenn du es kannst, dann mach mal. Okay. Bau dich mal ein bisschen raus und dann lass dich nach unten fallen und zieh mal eine Line nach unten. Boah, das ist jetzt schwierig. Soll das eine Treppe bauen, ohne zu shiften? Oh, okay. Also, ich glaube, ihn würde ich jetzt fast ausschließen. Ja, ich glaube, wir haben das Ding, Spieler 2 ist es. Hier ist der Verdacht nicht so krass wie bei Skywars. Kann halt sein, dass er jetzt einfach sehr krass ist. Also entweder ist hier der Erste oder der Dritte. In diesem Modus müssen unsere drei Spieler Targets mit ihrem Bogen treffen. Gutes Aim ist das A und O, aber ob dieses Aim legitim ist, finden wir es heraus. Okay, dann schieß einfach mal die Dinger ab. Wild. Zack. Boah, er hat's. Der cheatet. Kannst du dich mal hier hinstellen und dann den da vorne abschießen? Boah, der dreht sich nach dem Schuss immer so, ne? Okay, jetzt versuch mich abzuschießen. Tot. Ja gut, okay. Da hat er ein paar verfehlt, auf jeden Fall. Versuch nochmal mich abzuschießen. Okay. Also beim ersten Mal, da sah es irgendwie auf jeden Fall krass aus. Also auch krass verdächtig. Aber jetzt hat er halt ein paar Ziele sogar verfehlt gehabt. Auf längere Distanz. Und jetzt auch mich. Zeig mal dein Aimbot her. Baller los. Bup, getroffen. Bup. Schneller, richtig schnell. Zack. 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 Okay, er hat sich nicht gedreht. Er hat gar nichts gemacht. Kannst du mal die beiden da oben direkt hintereinander? Aber er schießt doch schon vorbei, ne? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es zwei war. Aber jetzt? Schieß mal neben den Armor-Stand. Okay. Okay, jetzt machen wir 360 und hit das Ding. Kacke. Bleib mal dort stehen und dann schießt du mich mal ab. Okay, und den da oben? Oh, er schießt schon oft vorbei, ne?
Okay, alles klar. Gut. Er wird es wahrscheinlich nicht sein. Also er ist für mich eigentlich komplett raus. Nach Skywars auf jeden Fall. War für mich sehr vorsichtig der dritte. Aber jetzt irgendwie auch der erste. Ich schieß mal hier die Sache einfach ab. Ich glaube, das reicht mir halt ehrlich schon, ne? Zack. Zack, wild, ja. Der linke Armor-Stand. Schieß mal rechts neben den. Links neben den. So knapp es geht daneben. Schieß mal so knapp es geht neben den rechten. Okay. Das ist krass, dass er das kann. Alright. Dann gehen wir zum letzten. War der letzte. Achso, das... Oh. Das war's. Alle Kompetenzen wurden getestet und jetzt kommt es zur Stunde der Wahrheit. Wer ist der Hacker? Spieler 1, Spieler 2 oder Spieler 3? Spieler 1 ist es nicht. Da bin ich mir zu 100% sicher. Spieler 2 ist eigentlich für mich komplett raus. Bei Spieler 2 war halt diese Schwankung zwischen Skywars gut gespielt und Bow-Aim nicht so gut, halt relativ groß. Und ich glaube einfach, dass der Hack-Client beim Bow-Aim einfach aus war. Boah, ich schwank halt zwischen Spieler 2 und Spieler 3. Also beide, Spieler 1 und Spieler 3, waren beim Bridgen teilweise normal, teilweise ein bisschen komisch. Das ist halt jetzt schwierig, weil ich weiß, einer von beiden cheatet auf jeden Fall. Also von der letzten Kategorie hätte ich dann vielleicht Spieler 3 gesagt. Aber die erste Kategorie auch. Beim Bauen ist auch Spieler 2 runtergefallen. Aber Spieler 3 war richtig scheiße beim Bauen. Ich logge Spieler 2 ein. Ich würde sagen, es muss Spieler 2 sein. Ich würde dann doch sagen, dass Spieler 3 irgendwie verdächtiger für mich war. Deswegen will ich ihn... Okay, die Entscheidung der Jury wurde getroffen. Kann der Hacker sich bitte offenbaren? Hä? Let's go! Ist das jetzt toll gerade? Nee. Hä, never, oder? Der war ja so shit, hä? Oh, ich hatte gerade richtig Schiss, dass Spieler 3 einfach beim Bauen mit Absicht halt irgendwie verkackt hat. Aber wer versteckt sich eigentlich hinter den drei Spielern? Jo, was geht ab? Ich bin Bizep und ich bin Spieler 1. Vielleicht kenne ich auch irgendwelche Leute von meinem Kanal. Ich mache selber auch Skywars Content und bin vielleicht nicht der beste Spieler, aber ich habe probiert, mein Bestes zu geben. Moin, ich bin Spieler 2, aka Yariza. Hab schon einige Jahre Erfahrung mit Hacking gesammelt und ich habe halt in den verschiedenen Kämpfen und beim Bauen und so versucht, relativ nicht so offensichtlich zu hacken. Also ich habe auch nicht immer versucht zu gewinnen, sondern hauptsächlich, dass ich es halt recht gut verstecke, aber dass man irgendwie noch erraten kann, dass ich hacke. Jungs, ich bin Knicky und ich war heute Spieler 3. Vielleicht kennt mich der eine oder andere durch gewisse Skywars-Turniere oder einfach auch durch Skywars selbst. Ich bin ein relativ guter Spieler und habe mir jetzt auch heute mein Bestes gegeben und ich hoffe, das hat ganz gut geklappt und auch danke für die Teilnahme und ja. Noch eine kurze Anmerkung, dieses Video soll auf keinen Fall dazu motivieren zu hacken. Das Ganze wurde auf einem privaten Server aufgenommen und alle Spieler waren damit einverstanden. Hacken ist total uncool und macht das gesamte Spiel kaputt. Deswegen lasst es lieber sein und spielt legitim. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt einen Kommentar. Tschüss! Dann ist es er vor,